Das Stift St. Paul im Lavandal in Kärnten wurde 1091 gegründet. Die Besiedelung mit Mönchen erfolgte vom Reformkloster Hirsau im Schwarzwald aus. Hinter der Gründung standen die Spanheimer, die sich auf päpstlicher Seite positionierten. Der Spanheimer Hartwig wurde als Erzbischof von Magdeburg zu einem der Führer der antikaiserlichen Partei in Sachsen. Der Vater des Stifters, Engelbert I., Siegfried von Spanheim, Francorum civis, hatte die in Kärnten reich begüterte Sieghardingerin Richardis, Majorum Carinthiae primus, geheiratet. Siegfried unternahm 1065 eine Wallfahrt ins Heilige Land und starb auf der Rückreise in Bulgarien. Den Leichnam ließ die Witwe auf ihre Burg oberhalb der Lavant überführen. Richardis unternahm danach eine Wallfahrt nach Santiago de Compostela, auf der sie starb. Zunächst wurde sie in Spanheim bei Bad Kreuznach beigesetzt, dann aber ebenfalls ins Lavantal gebracht. Die Bedeutung der Sieghardinger für die Kärntner Spanheimer und vor allem Richardis als Stammmutter war so groß, dass dieser Zweig der Spanheimer seine Namensgebung an den Sieghardingern orientierte. St. Paul ist damit auch als Memoria für die Sieghardinger in Kärnten zu betrachten. Ihr Andenken kommt nicht nur in einem Stiftergrab aus dem Ende des 14. Jahrhunderts zur Geltung, sondern auch in Fresken aus dem Ende des 15. Jahrhunderts. St. Paul wurde zur Grablege der Kärntner Spanheimer, für die rheinische Linie wurde Anfang des 12. Jahrhunderts das Kloster Sponheim gegründet. Bei der Errichtung des Benediktinerklosters am Areal der Burg an der Lavant befanden sich dort bereits zwei Kirchen, die Pfarrkirche Aegidius und Maria Magdalena sowie die Kirche St. Paul. Kurz nach der Gründung weihte Erzbischof Timo von Salzburg die adaptierte Klosterkirche. Allerdings erfolgte schon im 12. Jahrhundert ein völliger Neubau, bei dem die alte Paulskirche abgetragen wurde. Durch die Um- und Ausbaupläne der Neuzeit, vor allem unter Abt Hieronymus Machstaller im 17. Jahrhundert, er ließ auch die Aegidiuskirche abreißen und wollte ein Kärntner Eskorial erschaffen, kann der mittelalterliche Zustand der Gesamtanlage nur noch vermutet werden.